Guten Tag, setzen Sie sich. Guten Tag. Danke, dass Sie mich überhaupt anhören. Sehr nett, danke. Ja, kein Problem. Was wollen Sie? Nun ja, also ich bin ja schon seit Jahren auf der Verbotsliste und ich dachte mir, vielleicht kann man da ja irgendwie was machen oder so. Ja, und was soll ich dabei machen? Ich weiß ja nicht, vielleicht mich wieder erlauben oder so? Interessant. Was können Sie denn? Hallo? Wissen Sie nicht? Topf der Gier. Klingelt da was? Nee, sagt mir nix. Also, was können Sie? Sie wollen mich verarschen, oder? Jetzt sagen Sie schon, oder ich rufe gleich die nächste Karte. Ja, ist ja gut. Also, mein Effekt ist, ziehen Sie zwei Karten. Gesundheit. Was ist denn jetzt Ihr Effekt? Ich erlaube es, zwei Karten von seinem Deck zu ziehen. Aha, okay. Also, das ist ja schon ein ziemlich krasser Effekt, ne? Ich meine, das ist ja plus eins, also ziemlich gefährlich. Gefährlich? Es gibt Karten, die machen plus zwei, drei oder vier und die sagen, ich bin gefährlich? Ja, immer auf die anderen zeigen, ja, das haben wir gerne. Aber jetzt mal ehrlich, plus eins ist schon ziemlich stark. Also ich bitte Sie, ja, ich bin einer der bekanntesten Karten überhaupt und Sie wollen, dass ich verboten bleibe? Naja, also so beliebt, die meisten wissen nicht mal, was sie können. Also von beliebt sein kann man da nicht sprechen, aber... Aber, da kann man jetzt gar nichts mehr machen? Also ich bleibe einfach verboten, oder wie? Obwohl, vielleicht gibt es noch Hoffnung. Ich schaue einfach mal in die Replant-Liste des nächsten Jahres. Ja? Und... Ja, und? Nee, kein Reprint von Topf der Gier. Obwohl... Ja, geht da vielleicht doch noch was? Ah, nee, das ist Topf des Wohlstandes. Der bekommt ein Reprint. Nee, kein Topf der Gier. Das tut mir leid, da kann ich leider nichts machen. Echt jetzt? Das war's einfach? Jetzt seien Sie mal nicht so hysterisch, ja? Sie hatten Ihre Chance, Sie haben sie nicht bekommen. Dort ist die Tür. Guten Tag. Abgelehnt. Die nächste Karte, bitte.